Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von video.zeitig.me, präsentiert von dem Loi. Heute wird es darum gehen, wie wir unseren Server darauf vorbereiten, dass wir eine eigene Clan-Seite aufsetzen können. Also ein kleines Skript, eine Clan-Homepage, wie auch immer. Dazu wollen wir ein paar grundlegende Schritte durchführen, aber die eigentliche Webseite in diesem Video noch nicht. Damit fangen wir auch schon direkt an. Ganz ist wie immer nicht sonderlich schwer unter Debian. Wir verbinden uns als erstes wieder mit unserem Server. So. Melden uns als Root an. Unter Debian natürlich nicht, da können wir SU benutzen. Checken das Ganze natürlich wieder. So, als erstes fangen wir damit an, dass wir uns Apache besorgen. Das Ganze ist ganz einfach. Wir machen ein apt-get install Apache 2. So, bestätigen das Ganze noch. Dauert natürlich auf einem Server in der Regel nicht so lange wie hier bei mir. Jetzt können wir den Cursor ziehen. Können wir das Ganze auch direkt schon das erste Mal testen, ob alles funktioniert hat. Dazu rufen wir einfach jetzt unseren Server über unsere IP oder unsere Domain. Das wird natürlich nichts. So. Sehen wir auch schon, hier ist was. Wäre da nichts, würde das anders aussehen, und zwar zum Beispiel so, wird einfach überhaupt nichts passieren, auch wenn euer Server online ist. Machen wir das erstmal wieder. Dann geht es auch direkt weiter. Apache alleine reicht in der Regel nicht. Mit Apache könnt ihr nur HTML-Seiten aufsetzen, zum Beispiel, oder keinen File-Server einrichten. Das reicht in der Regel natürlich nicht. Also werden wir jetzt unseren Apache mit PHP nachrüsten. PHP ist kein Programm in dem Sinne, PHP ist ein Modul für Apache. Für PHP brauchen wir mehrere Sachen. Also das PHP Kommun, was ich hier beschrieben habe, das ist das PHP selber. Und das sind weitere Module. Wir nehmen diese drei Sachen. Vielleicht hier so, ganz einfach. Steuerung C kopieren und hier mit einem Rechtsklick einfügen. Einem Enter bestätigen, wieder bestätigen. Jetzt warten wir wieder kurz, bis das Ganze installiert wurde. Jetzt müssen wir unseren Apache nochmal neu starten. Machen wir einfach mit Schrägstrich etc init.d Schrägstrich Apache 2 Restart. Restarting Web Server Apache 2 Waiting. Wenn wir wieder die normale Shell sehen, ist alles in Ordnung gewesen. Jetzt nehmen wir am besten wieder WinSCP. Ihr könnt natürlich auch Nano oder Wii benutzen, das ist euch frei überlassen. So. Gehen jetzt wieder also rot rein. Bewegen uns jetzt in den www-Ordner, der ist standardmäßig immer www. Dann sehen wir auch schon, haben wir die Index-Datei, wo das It Works drin steht. Wir legen jetzt aber eine neue Datei an. Restlich neue Datei. Diese nennen wir info.php.
weiter, dass wir diesen kleinen Text hier einfach in diese info.php einfügen, das Ganze speichern, dann können wir sie auch aufrufen. info.php und dann sehen wir auch schon, hier läuft ein PHP, sonst könnten wir sie auch gar nicht aufrufen, und ihr seht ja auch alle wichtigen Informationen über euer PHP, was installiert, wie ist es eingestellt und so weiter und so fort. Diese info.php könnt ihr dann wieder löschen, die könnt ihr einfach neu erstellen, wenn ihr sie mal braucht. Oh. Damit. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt, und zwar dem MySQL Server für eure Datenbanken. Dazu holen wir uns ihn einfach wieder bei apt-get mit apt-get install mysql-server und auch gleich den mysql-client. Der Server alleine sollte auch reichen, ich benötige später aber noch den Client. Also installieren wir ihn gleich mit. Der ist etwas größer. Weil die hier natürlich wieder auch auf einem Server bei weitem nicht so lange dauern. So, jetzt brauchen wir für den MySQL Root Benutzer ein Passwort. Das geben wir natürlich ein. Wiederholen das auch nochmal, damit wir wissen, wir haben uns nicht vertippt. Also ihr meldet euch also praktisch in eurem MySQL jetzt immer mit dem Benutzer Root und diesem Passwort an, und um neue Benutzer zu erstellen und so weiter. So, nachdem das Ganze fertig ist, können wir es auch testen, indem wir einfach mysql-version eingeben. Jetzt sehen wir hier eine Fehlermeldung. Das ist völlig egal, das reicht uns. Wir wissen, es läuft, da wir uns anmelden müssten, um die Version zu sehen. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht tun, wir wollen ja nur sehen, ob es läuft. Und damit ist euer Server auch im Großen und Ganzen schon vorbereitet für so ziemlich alle Webskripte, die man laufen lassen möchte. Diese werden dann natürlich in VWW platziert, oder für den Fall, dass man das ändern möchte, findet ihr die Configs dazu in etc Apache 2. Zu verändern sind die Dateien in Sites Available und Sites Enable, und zwar die Default. Findet ihr den Dokument-Root, der ist zu ändern, Directory ist zu verändern, sollte natürlich dann immer zusammenpassen, logischerweise, und dann dementsprechend auch in diesem Eintrag hier auch einfach zu verändern, und dann hat sich das Ganze. Dann könnt ihr euren www-Verzeichnis hinlegen, wo ihr wollt. Zum Beispiel, wenn ihr recht große Sachen nehmen wollt, in das Home-Verzeichnis, weil dort die meisten den Speicherplatz haben. So,
das war's auch schon mit diesem Tutorial. Have fun!